Guten Tag. Heute möchte ich Ihnen die Tagebuchnotizen von Ulrich von Hassel vorstellen. Mit der Überschrift Vom anderen Deutschland, Erinnerungen 38 bis 44. Dieses Buch finden Sie antiquarisch, zum Beispiel bei ZVAB für sehr günstigen Preis. Und es zeigt Ihnen eigentlich, wie Diplomaten, wie Leute aus höheren Familien damals dachten und welche Möglichkeiten sie sahen. Ulrich von Hassel war Botschafter beim Vatikan, wurde 38 abberufen, als Joachim von Ribbentrop das Steuer übernahm und teilte die Ansichten von Ribbentrop nicht. Von Hassel entstammt einer Familie, die viele Diplomaten und Politiker produziert hat oder Beamte, so ähnlich wie das bei den von Weizsäckers der Fall war. Und er hat in diesem Buch seine Gedanken niedergelegt, auch seine Gedanken im Widerstand, wann man was vielleicht wie gegen Hitler machen könnte und wie man versuchte, die Herzen auch der Generäle zu gewinnen. Denn die Generäle waren natürlich dann im Krieg zunächst einmal von ihren Erfolgen berauscht, zumindest eine ganze Menge, vor allem die bürgerlichen Generäle. Und dieses schwierige Positionieren, wie man da vorgeht in einem totalitären Regime, wo jeder Fehltritt natürlich den Tod bedeuten konnte, das ist hier ganz gut gespiegelt. Die Notizen wurden in einzelnen Blättern gemacht, dann versteckt und später auch über die Grenze geschmuggelt, wo sie dann sicher waren. Von Hassel selber wurde 1944 festgesetzt und dann im Zuge des Putsches auch hingerichtet. Seiner Tochter hatte ein schweres Schicksal, also ein aufrechter Mann. Und seine Notizen, die die Zeit überdauert haben, sollten uns zeigen, dass es nicht so einfach ist, in totalitären Zeiten Widerstand zu leisten. Und dieser Mann ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Diese Notizen können uns auch heute noch eine ganze Menge sagen. Ulrich von Hassel, vom anderen Deutschland, aus den nachgelassenen Tagebüchern des als führendes Mitglied der deutschen Widerstandsbewegung im September 1944 hingerichteten ehemaligen Botschafters Ulrich von Hassel.